auf eigenen Füßen stehen, auch wenn wir stolpern, wieder auf die Beine kommen. Mutig den Weg fortsetzen. Aufeinander zugehen, ohne Vorurteile angenommen werden. Vertrauen lernen, Verantwortung übernehmen. Das macht unsere Kinder stark. Ja, wir fangen morgens mit einem Parcours an, einem Hindernislauf, der die Kinder aus der Bewegung heraus eigentlich in die Ruhe führt. Dass sie ihr Zentrum, ihre Ruhe finden durch das Balancieren. Und wir leben auch in der Dynamik zwischen Bewegung und Ruhe und Konzentration. Wir haben einen festen Aufbau für den Unterricht. Der beginnt eben aus der Bewegung, aus dem Rhythmischen. Und der führt dann über den Arbeitsteil, wo gerechnet wird, gearbeitet wird, geschrieben wird, und schließt ab mit einer Erzählung, einem Erzählteil am Ende des Unterrichts. Und dieser Aufbau ist täglich gewährleistet. Wir arbeiten nach dem Waldorf-Lehrplan, nach dem Waldorf-Konzept. Der Mensch, der gesamte Mensch, steht im Mittelpunkt. Das wirkt eben auf den ganzen Menschen, nicht? Und das erfasst und bildet den ganzen Menschen. Ganzheitliche Bildung von der ersten Klasse bis zum Abschluss der Oberstufe. Das bedeutet begreifen im wahrsten Sinne des Wortes. Mit den Händen etwas Sinnvolles tun. Natur und Gemeinschaft erleben. Neugierig sein. Spielen, feiern, musizieren. Einen besonders hohen Stellenwert haben bei uns künstlerische und handwerkliche Fächer. Mädchen und Jungen lernen hier ab der ersten Klasse unter Anleitung eines Fachlehrers, sicher mit Werkzeugen umzugehen, gründlich und geduldig zu sein und eine Sache zu Ende zu bringen. Ganzheitliche Bildung an der Freien Dorfschule bedeutet aber auch Unterricht in allen Fächern, die der Lehrplan für einen qualifizierten Schulabschluss vorsieht. Ob Hauptschul- bzw. Realschulabschluss oder Abitur, das entscheiden wir gemeinsam und individuell für jeden Schüler, wenn es soweit ist. Bis dahin lernen alle zusammen in altersübergreifenden Klassenverbänden und engmaschig von kompetenten Fachlehrern betreut. Ich bin Klassenlehrerin von der 5., 6. und 7. Klasse. Ich unterrichte dort in der Klasse die Fächer Mathematik, Physik, Erdkunde, Geometrie. Jetzt ist gerade Geschichte dran und das unterrichte ich nicht. Ja, Epochenunterricht bedeutet, wir arbeiten intensiv an einem Thema, zum Beispiel Physik, 4 Wochen lang oder 3 bis 4 Wochen lang. Das heißt, morgens von 8 bis 9:30 haben die Kinder das Fach Physik über diese Zeit und können dadurch ja, sich mehr mit dem Thema verbinden und ja, tiefer einsteigen. Grundsätzlich unterrichte ich das gleiche Fach für alle. Also Erdkunde ist für alle da. Und das Thema, das ist auch für alle, zum Beispiel Europa. Und dann werden aber die Aufgaben differenziert, ja, die Ansprüche an die Aufgaben. Ja, das bringt den Vorteil, dass Lehrer und Schüler sich doch sehr gut kennen. Man kennt die Stärken des anderen, die Schwächen des anderen. Und es ist ein anderer Umgang miteinander, weil auch die Zeit dafür da ist. Es ist die Zeit, jeden wahrzunehmen. Es ist die Zeit, mit jedem zu sprechen. Und auch die Kinder untereinander kennen sich sehr gut und lernen so auch Dinge von den anderen mitzutragen, die vielleicht eher schwierig sind. Oder auch genau jemanden da einzusetzen, wo man weiß, der ist super. Was aber auch so ist, dass das Individuelle der Kinder mehr rauskommt, weil es nicht so eine Masse ist und die da auch nicht so untertauchen können. Lernen soll Freude machen und trotzdem, nein, gerade dadurch, nachhaltig sein. Das ist eines unserer Ziele an der Freien Dorfschule Unterlengenhardt. Dass die im Grunde die 2 Ebenen lernen, das Lernen fürs Leben, wirklich später als erwachsener Mensch voll ins Leben stehen zu können und mit ihren eigenen Impulsen tätig werden zu können und darauf vertrauen zu können, ich kann das. Ich werde gebraucht in dieser Welt. Ich habe Fähigkeiten, die sind gut und die habe ich entwickeln dürfen. Und ich werde das können, egal wo. Und die andere Seite ist, dass sie ganz normal ihre Fächer lernen müssen. Das geht hier nicht unter. Das ist genauso ein Aspekt von dieser Schule. Und es ist genauso ein Ziel, dass die einen guten Schulabschluss machen können. Ganz normal wie jeder andere auch. Nur gibt es in der Schulzeit Raum und Zeit genug, diese beiden Elemente zu vereinbaren.